Angriff auf einen US-Konvoi. Aus dem Hinterhalt fallen Schüsse. Die Soldaten erwidern das Feuer. Zum Glück nur eine Übung. Dennoch liegt Afghanistan für die 82. Luftlandedivision in Louisiana. Hier bereitet sie sich auf den Einsatz am Hindukusch vor. Ich glaube, die Mehrheit in der Armee sieht den Irakkrieg als Vergangenheit. Afghanistan ist der Ort, an dem wir sein sollten. Schwerpunkt der Ausbildung auf dem Truppenübungsplatz Fort Polk ist der Umgang mit der afghanischen Bevölkerung. Das Militär beschäftigt etwa 450 Zivilisten, viele davon Exil-Afghanen, die Stammesführer oder Ladenbesitzer mimen. Die meisten Soldaten, die im Irak waren, denken, dass Afghanistan und der Irak gleich sind. Afghanistan ist aber total anders. Was tun, wenn man einem wütenden jungen Mann gegenübersteht? Die Ausbilder erwarten von den Soldaten, dass sie Ruhe bewahren. Auch die Laienschauspieler geben in den Pausen Ratschläge. Ihr müsst den Leuten mit offenen Händen und Armen begegnen. Seid freundlich und sie helfen euch. Rund 4000 Soldaten proben derzeit in Fort Polk den afghanischen Ernstfall. Ab Ende des Sommers sollen sie in Afghanistan einheimische Sicherheitskräfte ausbilden. Wir schießen eigentlich eher selten, aber wir müssen das hier trainieren, um dann gute Kampfausbilder zu werden. 21.000 zusätzliche Soldaten will US-Präsident Barack Obama nach Afghanistan verlegen. Damit sie sich dort besser zurechtfinden als im Irak, kommen sie vorher nach Fort Polk. Thank you.